Dann versuche ich Deutsch zu sprechen. Die Slides sind in Englisch gehalten. Ich hoffe, dass das passt. Ich werde über Eclipse Couch sprechen und ein jüngeres Modernisierungsprojekt, das wir in die Schweiz für eine Bank machen konnten letztes Jahr. Mein Name ist, wie bereits gesagt, Matthias Zimmermann. Ich arbeite für die BSI in der Schweiz und bin einer der beiden Projektleiter für dieses Eclipse Couch Framework bei Eclipse. Im ersten Teil werden wir über die Anwendung sprechen, die es zu modernisieren galt. Und in einem zweiten Teil komme ich dann auf Eclipse Couch zu sprechen. Und schlussendlich im letzten Teil schauen wir ein bisschen rein in das Migrationsprojekt, das Modernisierungsprojekt mit Eclipse Couch. Bei der Anwendung, die WebCut hieß, ging es um eine Anwendung der Schweizerischen Raiffeisengruppe. Das ist die drittgrößte Bank in der Schweiz. Und deren ihren Kernbankensystem, und davon war WebCut ein Teil oder ist ein Teil, und der Zweck davon ist es, Hypothekar- und Kreditanträge zu verwalten und solche Anträge dann auch freizugeben. Eigentlich das Frontend, das ganze Handling von dem Kredit, vom Antrag, bis es dann wirklich ins System eingespeist wird oder auch bei der Verlängerung, wo geprüft werden muss, ob die Voraussetzungen für eine Verlängerung eigentlich da sind. Es arbeiten ca. 10.000 Benutzer mit dieser Applikation, verteilt auf 300 individuelle Banken, und die Applikation selbst ist in etwa 10 Jahre alt. Die Situation ist im Moment so, dass dieses WebCut-Teil sehr wichtig für das Geschäft der Raiffeisen ist, weil das Kredit- und Hypothekargeschäft bei der Raiffeisen-Gruppe in der Schweiz ist einer der Bereiche, der am stärksten zum Gewinn der Bank beiträgt. Leider hat es da auch Legacy-Technologien drin in dieser Applikation, eigentlich so wie in jeder größeren Applikation, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Es ist auch zu erwarten, dass diese Applikation auch weiterhin wichtig für das Business sein wird. Somit kann man sie auch nicht einfach ablösen durch etwas Neues und Schickeres, sondern man muss sich mit der Modernisierungsübung durchplagen in dieser Richtung. So sieht die Applikation oder so hat die Applikation zu Beginn letzten Jahres ausgesehen. Ich glaube nicht, dass das eine große Überraschung ist. Es ist halt eine Geschäftsapplikation mit Tabellen und Dialogen und Fältchen drauf, wo man Daten eingibt, verwalten kann, anschauen kann, ausdrucken kann. Die Pain Points oder die Probleme, die mit dieser WebCut-Applikation verbunden waren, sind oder waren hauptsächlich hohe Wartungskosten. Also jede Änderung vom Business oder von außen hat sehr hohe Kosten zu folgen gehabt, auch wenn nur ein einzelnes Feld auf dem GUI hinzugetan werden musste. Dann der weitere Punkt, der der Firma Probleme bereitet, war, dass diese Applikation mit einem intern geschriebenen UI-Framework gemacht wurde. Und dieses Framework selbst, sowie die darunterliegende JSP-Technologie, wird eigentlich als Legacy-Technologie dort betrachtet. Deshalb das Modernisierungsprojekt. Da geht es auch im Wesentlichen um diese zwei Ziele. Einerseits die Wartungskosten zu reduzieren und zweitens dieses interne RTK-Framework wegzumachen. Der Scope des Projekts und die Anforderungen waren in erster Linie die Einschränkung, dass in einem ersten Schritt nur die Oberfläche zu ersetzen war. Also eigentlich da eben weg von diesem RTK-Framework zu kommen war. Das bedeutete auch gleichzeitig, dass der Backend-Teil von dieser Applikation war out of scope. Da wurde im Moment noch nichts gemacht. Und was man auch unbedingt vermeiden wollte, ist ein neu trainierender Benutzer. Weil wenn man 10.000 Benutzer hat und man die in eine Schulung stecken muss, dann war oder wäre dieser Modernisierungsansatz eigentlich von Beginn weg tot gewesen. Das wäre einfach viel zu kostspielig gewesen, um diese Technologie wegzumachen, gerade eine ganze neue Schulung zu rechtfertigen. Das hätte den Business Case sofort kaputt gemacht. Das bedeutet dann auch gleichzeitig, dass bei den Dialogen eine 1:1 Funktionalität erwartet wurde. Das heißt, der Benutzer muss sich auch in der neuen Anwendung genauso zu Hause fühlen, wie sie vorher war. Und auch die Funktionalität musste exakt dieselbe bleiben. Einfach die Technologie weg und ein bisschen im Code aufräumen. Da das Framework weg musste, das Sie intern geschrieben haben, wollen wir ein bisschen dieses Framework noch betrachten. Das, wie bereits gesagt, wurde in-house entwickelt zu Beginn, um die Entwicklung mit JSP ein bisschen erträglicher zu gestalten, hat aber dazu geführt, dass die Erwartungskosten auch in diesem Bereich hoch waren. Insgesamt hat das dazu geführt, dass sich die Raiffeisen-Gruppe entschieden hat, dieses Framework nicht weiter zu verfolgen, sondern einen Ersatz im Bereich von Open Source zu suchen. Was ich, glaube ich, auch schon erwähnt habe, ist eben, dass dieses Framework auf der JSP-Technologie aufgesetzt hat. Das war natürlich zu diesem Zeitpunkt, als sie mit der Applikation begonnen haben, damals eigentlich der letzte Schrei und somit gut gerechtfertigt.
Wenn man jetzt beispielsweise auf Google Trends schaut, wie sich das Interesse an JSP im Laufe der Zeit entwickelt hat, sieht man natürlich klar, dass in den letzten 8 Jahren oder so das Interesse da deutlich am Abflachen ist. Und deshalb ist es auch gut verständlich, dass man von dieser Technologie weg will. Die Frage ist einfach, ja, wohin geht man dann? Das ist so ein bisschen eine Grundsatzfrage. Und bevor dass man solche Fragen klärt, sollte man sich ein bisschen über die Anforderungen im Klaren werden, die man da denn eigentlich an den Nachfolger hat. Der erste Teil der Anforderung war, dass das die Zieltechnologie wieder Open Source sein sollte, weil wenn man etwas auf 300 Banken, individuelle Banken verteilt, ist jedes Modell, das eine Site-License involviert, ist einfach von Beginn weg zum Scheitern verurteilt. Das heißt, da war Cost Control wirklich wichtig. Natürlich bietet Open Source noch andere Vorteile wie bloß kostenspezifisch, aber das hat jetzt in diesem Fall schon auch stark dazu beigetragen, dass sie wollten, dass das Open Source war. Dann, um ihre Investitionen in den Nachfolger zu schützen, wollten sie selbstverständlich, dass das aktiv weiterentwickelt wird und nicht jetzt schon am Declinen ist. Dann verlangten sie, dass es auch Support und Consulting zu dieser Technologie gibt und dass das Training für die bestehenden Java-Entwickler so klein war wie möglich, um da mit der Produktivität der Entwickler, die sie bereits in-house hatten, so gut wie möglich vorwärts zu kommen. Wenn man sich schaut, was man denn verwenden kann, um JSP zu ersetzen, kommt man zwingenderweise so auf diese üblichen Java-Web-Frameworks oder Web-Framework-ähnliche Dinge, und das sind schon eine ganze Reihe. Da der Nachfolger von JSP eigentlich offiziell JSF ist, kann man sich auch da umsehen und sieht auch da irgendwie so ein bisschen das Interesse am Abflachen in diesem Bereich. Aber vielleicht sollte man die Entscheidung nicht bloß auf der Interest Rate, auf der Google Trends Analyse bauen, sondern auch ein bisschen eine fundiertere Meinung dazu haben. Das kann ich nicht und will ich nicht, aber dafür habe ich jemanden gefunden, der dazu eine Meinung hat, und ich kann es jetzt nicht mehr verkneifen, das nicht zu machen. JSF versus the others is, for me, it's because they're all awful. I hate JSF with a passion. Also gut, das ist ja auch nicht wirklich das technische Argument, aber zumindest hat diese Person einen besseren Plan bezüglich Technologien wie ich. Somit ist JSF eigentlich war dann keine wirkliche Technologie, die sie sich vorstellen konnten. Wenn man sich sonst noch umschaut, gibt es noch GWT. Auch da scheint das Interesse bereits irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Und im Bereich von Wadin sieht es doch schon ein bisschen besser aus. Hier sieht man, dass in der Region von 2012 sieht man sowas wie ein Plateau. Und wenn man wirklich da hingehen will, wo sich die Leute jetzt aktiv dafür interessieren, dann landet man sowas wie bei AngularJS. Jetzt geht es aber natürlich um eine Geschäftsanwendung, die die nächsten 5 bis 10 Jahre weiterleben soll und jetzt erstens mal ganz von Java und viel stärker in Richtung JavaScript zu gehen. Das konnte sich diese Organisation auch nicht vorstellen. Die hatte nämlich bereits Mühe, ihre Host-Entwickler in Java auszubilden. Jetzt gerade noch eine neue Technologie wie JavaScript obendrauf zu klatschen, war dann auch nicht wirklich irgendwie der Ansatz. Das heißt, egal was wir da auch wählen, es ist so ein bisschen die Problematik, dass man nicht so richtig weiß, was in 3 Jahren ist. Wenn ich was auswähle, ist das dann in 3 Jahren immer noch cool und aktuell? Und was ist in 3 Jahren? Gibt es vielleicht neue Ansätze, die besser gewesen wären? Und wenn man ein bisschen weitergeht, in 10 Jahren, kann man erst rechts nichts Definitives zu sagen. Das bedeutet ein bisschen, dass man sich vielleicht grundsätzliche Überlegungen dazu machen soll, was man in dem Bereich von UI-Technologien sich anlachen soll. Und da hilft es, wenn man sich ziemlich grundsätzlich damit auseinandersetzt, was man denn eigentlich will und was man nicht will. Ein Punkt, den man sicher will, ist, dass wenn man arbeitet und Geld ausgibt, dass man dieses Geld in einem Bereich ausgibt, wo es auch wirklich Wert für das Geschäft, für das eigentliche Geschäft produziert. Das heißt, ich muss schauen, dass die Leute, die mir das Geld für die Entwicklung geben, auch ein Interesse daran haben, was ich da tue. Und es gibt 2 Bereiche, wo sie klar Interesse haben. Das eine ist, ihre Anforderungen aus geschäftlicher Sicht umzusetzen. Und der andere Punkt ist, manchmal werden sie auch gezwungen, etwas umzusetzen, so wie Legal Requirements, die neu sind. Da kann man auch gar nichts anderes als das umzusetzen. Das heißt, in diesen Bereichen ist es relativ gut zu argumentieren, dass man als Entwicklungsorganisation Geld braucht, um da etwas zu machen. Umgekehrt, was wir nicht wollen, natürlich, das will niemand, Geld in Legacy-Technologien investieren. Das heißt,
wenn ich was habe, dann ist nicht zwingend so, dass ich da noch mehr Geld hinterher schmeißen muss, sondern eigentlich sollte man auch ein bisschen up-to-date bleiben mit den Technologien. Was wir auch gerne nicht möchten, sind halt Inhouse-Frameworks weiter zu pflegen, die in der Zwischenzeit eigentlich durch Open-Source-Ansätze ersetzt werden könnten. Ups. Und schlussendlich, was man auch nicht gern hat, ist, wenn man gezwungen wird, eine Applikation neu zu schreiben, bloß weil ein technologischer Bestandteil der Applikation in den Legacy-Modus geht. Dazu kann man sich überlegen, wenn man so wertgetrieben sein will oder argumentieren will, wo denn eigentlich der Wert einer Geschäftsapplikation sitzt. Das ist so eine einfache Karte mit Frontend und Backend. Auf dem Frontend sitzt der Client, der vom Benutzer bedient wird. Auf dem Backend hat es die eigentliche Applikation, da hat es eine Business-Schicht mit den Business-Regeln und schlussendlich die Persistenzschicht, die für das Speichern in der Datenbank eingesetzt wird. Und wenn ich jetzt schaue, wo wie viel Wert sitzt aus Business-Sicht, dann sind wir auf der Client-Seite etwa so in der Hälfte, denn wir müssen nach wie vor Benutzer haben, die sich mit der Applikation beschäftigen und die täglich bedienen. Und da gehört halt ein Dialog dazu und da gehört die Logik dazu, um diese Applikation dem User schmackhaft zu machen. Es gehört auch viele andere Dinge dazu, die dann nicht wirklich den Wert aus Business-Sicht machen. So Dinge wie die UI-Technologie oder Kommunikation mit dem Backend. Viele solche Dinge sind eigentlich nicht so wahnsinnig wertvoll für das Geschäft. Dasselbe ist in der Applikationsschicht. Da geht es häufig hauptsächlich darum, die Business-Sicht auf dem Backend abzubilden, auf was denn eigentlich im GUI angezeigt wird. Am meisten Wert gibt sich in dieser Business-Schicht, wo die eigentliche Geschäftslogik der Applikation sitzt. Und um ganz sicher zu sein, wahrscheinlich gibt es auch in der Persistenzschicht noch ein bisschen Wert aus Business-Sicht. Aber sonst ist dort hauptsächlich die Technologie im Vordergrund. Da bei dieser WebCat-Übung darum ging, das Frontend zu ersetzen, ist jetzt da diese Frontend-Sicht ein bisschen stärker aufgedröselt. Wir haben hier bloß noch die Client- und die Applikationsschicht. Da sitzt zuoberst da die UI-Technologie, dann kommt das eigentliche Modell oder da, wo die Funktionalität sitzt, die der Benutzer täglich bedient. Wir haben eine Kommunikation zum Backend-Teil von der Applikationsschicht und wir haben da nochmals eine Kommunikationsschicht zu der Backend-Logik, wenn man so will. Und da dazwischen ist diese Abbildung zwischen der Geschäftssicht und dem, was man da im GUI sieht. Und dann gibt es noch ein paar Cross-Cutting-Dinger, so wie Security. Das ist so ein grober Plan, wie das aussieht. Wenn ich jetzt da schaue, was die UI-Technologie sagt, dann ist das typischerweise nicht ein hoher Wert für die Organisation selbst. Wie wir gesehen haben, ist da auch ein kurzer Lebenszyklus verbunden mit der UI-Technologie im Vergleich zu der Gesamtapplikation. Aber leider ist halt die UI-Technologie auch sehr sichtbar für den Endanwender. Das heißt, die Endanwender sehen sehr schnell, ob eine Anwendung Legacy ist oder nicht. Dann, da wo der eigentliche Wert für das Geschäft sitzt, ist eben in der Form der Bedienung der Applikation, die nichts direkt mit der UI-Technologie zu tun hat, sowie in der Abbildung zwischen dem, was der Benutzer sieht und zwischen dem, was im Backend die eigentlichen Geschäftsregeln und so abgebildet sind. Der Rest lasse ich jetzt mal weg. Was daraus gelernt werden kann oder wo man sich orientieren kann, ist, dass man gescheiterweise nach einer Lösung sucht, die diese Teilbereiche berücksichtigt. Und da ist beispielsweise eben diese Trennung von der UI-Technologie und von diesem UI-Modell ein Punkt, der dabei helfen kann, eine Applikation robuster zu machen für die Zukunft. Gehen wir zurück zur RTK, zu diesem UI-Toolkit, das sich die Raiffeisen selbst gebaut hat. Die haben sich dann entschieden, nicht explizit ein UI-Framework auszuwählen, sondern sie haben sich dafür entschieden, das RTK-Framework durch Eclipse Scout zu ersetzen. Wieso? Weil wir vorhin gesehen haben, beispielsweise, weil Scout dabei hilft, die UI-Technologie auszusondern vom Rest von der Applikation und weil die Benutzerinterface bei Scout gegen ein abstraktes Applikationsmodell geschrieben wird und nicht eben für eine spezifische UI-Technologie. Und schlussendlich bedeutet das, dass sich der Scout-Entwickler darauf konzentrieren kann, eigentlich diese Dinge umzusetzen, die für das Geschäft auch wirklich einen Mehrwert bilden. Was wir gesehen haben bis jetzt, ist, dass so UI-Frameworks, die kommen und die gehen und die Business-Applikationen, die leben üblicherweise deutlich länger als die einzelnen UI-Frameworks.
Es ist eine gute Idee, das UI-Framework in der Architektur rauszufaktorieren, sodass man da keine starken Abhängigkeiten hat zwischen der eigentlichen Logik, die man für das Benutzerinterface braucht, und der eigentlichen UI-Technologie. Und es ist auch wünschenswert, dass man sich darauf konzentrieren kann, auf diese Teile bei der Implementation einer Anwendung, wo da auch wirklich Wert für die Organisation kreiert wird. Und schlussendlich, dass Scout ein guter Match ist, wenn man eine solche Architektur haben möchte. Das ist ja dann noch nicht so sauber erklärt. Deshalb ist das jetzt der zweite Teil, wo ich etwas besser auf das Scout-Framework selbst eingehe. Was ist eigentlich Eclipse Scout? Das ist im Wesentlichen ein Framework, um Geschäftsanwendungen zu schreiben. Es unterstützt Multi-Devices, das heißt, ich kann die Anwendung in einem Browser auf dem Desktop anschauen oder in einem Desktop-GUI. Ich kann sie im Web betrachten, auf Tablets und auf mobilen Geräten sowie wie Telefonen. Es hat eine Client-Server-Architektur. Es basiert auf Java und der Eclipse-Plattform und ist Open Source. So sieht beispielsweise eines unserer Produkte aus, das wir bei BSI auf Scout draufbauen. Das ist das Customer Relationship Management System. Im Hintergrund ist die Ansicht aus dem Webbrowser, dann vorne Tablet und die mobilen Geräte. Was man da sieht, ist, dass diese Tabellendarstellungen im Hintergrund, die typischerweise auf dem Handy nicht gut funktionieren, dann zur Laufzeit umgerechnet werden können in solche Listen. Und wenn man dann auf einen Eintrag von der Liste klickt, kommt man auf die weiteren Felder, die man in der Tabelle in den verschiedenen Spalten gesehen hätte. Also diese kleinen Transformationen geschehen zur Laufzeit und der Entwickler muss sich nicht wirklich darum kümmern, wie das gemacht wird. Wenn diese Transformation out of the box nicht so ist, wie man das braucht, dann hat man die Möglichkeit, da einzugreifen und eigene Transformationsregeln dazu zu schreiben oder in der Applikation selbst zu fragen, ist mein Benutzerinterface im Moment auf einem Handy, dann zeige ich gewisse Teile nicht, dafür andere. Das kann man machen. So landet man dann bei einem Single-Source-Ansatz für die ganze Geschäftsapplikation. Die Scout-Architektur sieht grob so aus. Hier ist der Client zuerst dargestellt. Die orange Schicht ist das eigentlich Framework und die blaue Schicht ist das, was der Scout-Entwickler schreibt. Dort ist eigentlich dann auch das Applikationsmodell im Vordergrund, das rein auf Java basiert, so der typische Scout-Entwickler entwickelt im Wesentlichen eigentlich Java. Dann hat es unten die Rendering-Komponenten, jetzt hier mit Mobile Web und Desktop angeschrieben. Da sind dann die eigentlichen UI-Technologien drin versteckt. Das sind diese Renderer, die zur Laufzeit das Applikationsmodell auslesen und dann aufgrund von der gewählten UI-Technologie auf dem Benutzerinterface darstellen. Das bedeutet eben auch, dass der Entwickler, der sich hier in dieser blauen Box beschäftigt, dem ist es eigentlich egal, womit das gezeichnet wird. Das ist eben dann auch die sehr strenge Separierung zwischen der Logik vom Benutzerinterface und der eigentlichen UI-Technologie. Auf der Serverseite ist das Bild eigentlich sehr ähnlich. Ich habe hier einen Webserver, wieder dieselbe Basis, dann das Scout-Framework und dann das Servermodell. Das sind im Wesentlichen Services, die vom Client konsumiert werden können. Und die Kommunikation läuft dann durch diesen sogenannten Service-Tunnel, sodass, wenn ich mich da oben in diesem Modell befinde, kann ich da Services aufrufen und in diesem Modell spielt es dann keine Rolle, ob dieser Service da auf dem Client oder da auf dem Server aufgerufen wird. Wenn ein Benutzer über eins von diesen Geräten auf den Client zugreift, dann wird er kalt durch den Servicetunnel geschleust, dort wird geschaut, was gemacht werden muss und schließlich kann im Scout-Server dann auf vorhandene Services im Enterprise oder im Geschäftsumfeld zugegriffen werden oder halt direkt mit einer Datenbank interagiert werden, wie das beispielsweise bei unseren eigenen Produkten der Fall ist. Scout ist von der Geschichte her auch nicht gerade neu, sondern es ist etwa so alt wie unsere Firma, die BSI. Das hat im 1999 begonnen. Seit 2011 eigentlich sind wir im Open-Source-Bereich sichtbar. Das haben wir uns beschlossen, das Scout-Framework unter Eclipse Public License bei der Eclipse Foundation rauszugeben. Und seit 2011 sind wir jährlich in diesem Eclipse Release Train mit dabei, wo wir jedes Jahr eine neue Version von Scout ausliefern, die gegen den Rest der Abhängigkeiten bei Eclipse aktualisiert wird und um neue Features ergänzt wird. Unten sieht man auch das Wachstum unserer Firma von irgendwie 20 auf über 200 Mitarbeiter. Interessant hier ist vielleicht, dass in diesem Bereich, wo wir uns entschieden haben, auf Open Source umzustellen mit unserem Framework, dass wir da nicht eingebrochen sind, sondern das Wachstum eigentlich genau gleich weiter funktioniert hat. Das sind die Deployments mit Scout-Servern, die wir
kennen von unseren Produkten her. Wir sind auf 40.000 End-User im Moment, verteilt auf 60 Ländern und 16 Sprachen. Das heißt, Themen wie Internationalisierung und so sind eigentlich mit eingebacken in diesem Scout-Framework. Und das ist so eine Übersicht von den Referenzen. Das sind hauptsächlich Produktkunden auf dem CRM und in Einzelfällen sind das Kunden, die sich auch nur für Eclipse Scout interessieren. Okay, gehen wir zurück zu diesem Webcat-Fall. Mit Scout konnte man da eben, wie wir vorhin gesehen haben, die UI-Technologie sehr schön von der Benutzerlogik trennen. Und das bedeutet dann auch, dass die Anwendung im Wesentlichen unabhängig von der UI-Technologie wird. Das heißt, wenn morgen etwas Neues fancy ist, dann muss diese Anwendung nicht neu geschrieben werden, sondern es reicht, einen neuen Renderer für Scout-Anwendungen dazu zu schreiben oder dazu zu legen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein, dass wir als BSI hinter Eclipse Scout diesen neuen Renderer schon geschrieben haben. Weil wir haben ja selbst drauf Produkte und wir haben starkes Interesse, bezüglich UI-Technologien ein bisschen up-to-date zu bleiben. Also da kann man sicher auch in der Zukunft mit profitieren. Was auch gut ist für die Raiffeisen-Gruppe, war, dass Scout sehr einfach zu lernen ist für Java-Entwickler, weil die Scout-Entwickler im Wesentlichen einfach Java entwickeln gegen ein abstraktes Modell. Bedeutet auch, dass sie sich eben nicht mit konkreten UI-Technologien auskennen oder beschäftigen müssen. Außerdem hat Scout eigentlich alle Anforderungen erfüllt, die da waren, dass es Open Source ist, dass es aktiv unterhalten ist, dass Consulting und Support verfügbar ist und dass man mit einem minimalen Training durchkommt. Hier noch ein bisschen die einzelnen Punkte. Man sieht, das Scout-Paket ist auf der Eclipse-Download-Seite verfügbar, man kann sich das runterladen. Wir haben ein aktives Forum, wir haben Tutorials, wo man einzelne Anwendungen selbst durchspielen kann mit diesem Scout-Paket und wir haben ein Scout-Buch, das ein bisschen ausführlicher gewisse Bereiche von Scout beschreibt und das mit der Zeit auch noch weiter wächst und so quasi die Wiki-Dokumentation mit der Zeit ablösen soll. Scout ist auch aktiv maintained. Man kann das beispielsweise auf der Open Hub-Seite von Black Duck sehen. Das ist die Entwicklung von Commits per Month. Das heißt, so, dieses 2011 ist da, wo wir das erste Mal Open Source sind. Das heißt, deshalb sieht man, was vorher macht, sieht man nicht im Open Source-Bereich. Und seither handeln wir so um die 100 Commits per Month, also pro Monat. Das ist ein gutes Zeichen, dass das Ding verwendet wird und dass da laufend drin investiert wird und das nicht einbricht. Wenn man sich die Contributors pro Monat anschaut, dann sieht das ähnlich aus. Wir sind so in der Größenordnung von 10 Leuten, die da wirklich an diesem Framework regelmäßig entwickeln. Die Peaks am Schluss, die darf man nicht überwerten. Wir haben intern einen Kurs gemacht für Leute, die Scout mithelfen. Und da sind halt im Rahmen von diesem Kurs sehr viele Contributions von verschiedenen Leuten zusätzlich mit eingeflossen. Das ist bloß die Erklärung, weshalb so nach oben peakt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir plötzlich die Entwicklungsmannschaft hinter Scout verdoppelt haben oder so etwas. Dann Support und Consulting, das ist das kommerzielle Angebot von uns zu Scout. Und das ist noch eine Person, die sich gefreut hat, wie einfach das es war, das Scout zu lernen. Somit wären wir durch bei diesem Punkt und kommen zum eigentlichen Modernisierungsprojekt, was wir da gemacht haben. Wenn man eine Anwendung modernisiert, gibt es eigentlich grundsätzlich verschiedene Ansätze. Zuerst möchte ich kurz auf den klassischen eingehen, das bedeutet einfach halt mit Arbeit. Ich nehme die alte Anwendung, baue die neue daneben dran, schaue Dialog für Dialog, dass alles so aussieht wie vorher und dass sich auch alles so bedienen lässt. Dann hat das Business hat irgendwie einen Level, den es erreichen will, von der Gleichheit oder der Funktionalität und wenn man dort ist, dann sagt man, das Projekt ist jetzt fertig und wir haben die Projektziele erreicht. Vorteile von diesem manuellen Ansatz ist, dass man halt auf das Hirn der Entwickler zurückgreifen kann. Alte Anwendungen haben oftmals sehr viele Spezialfälle mit abgedeckt und sind auch recht komplex. Und so ist ein echtes Verständnis von der alten Anwendung eigentlich unabdinglich. Und in diesen Bereichen kann man dann davon profitieren, dass die Leute manuell sich das anschauen und verstehen wollen. Und das Entwicklerhirn ist dann auch ab und zu dazu befähigt, das in der neuen Zielarchitektur richtig darzustellen, ohne dass man da allzu viel vorweg erklären muss. Was auch noch recht gut geht, ist den Fortschritt in solchen Entwicklungsprojekten, Modernisierungsprojekten zu managen. Weil häufig ist es so, dass es sehr viele Dialoge sind oder sehr viel Funktionalität, die in der Art her ähnlich sind. Das lässt sich dann auch gut parallelisieren auf viele Entwickler. Auf
der negativen Seite ist natürlich der, dass die manuelle Modernisierung einer Software Zeit kostet und manchmal auch recht teuer wird. Und teuer ist insbesondere dann, wenn man den Eindruck kriegt, dass sehr viel ähnliche Arbeit anfällt und die ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig herausfordernd. Das heißt, es ist langweilig für den Entwickler und es schleichen sich Fehler ein, Flüchtigkeitsfehler, und dann empfindet man das als, das ist natürlich irgendwie schon recht teuer, wenn man da diesen Ansatz wählt. Schlussendlich ist auch manchmal die Qualität von der resultierenden Codebasis ein Punkt, weil wenn ich viele Entwickler drauf habe, dann führt das zu eigenen Programmierstilen und dann sind plötzlich die verschiedenen Dialoge alle ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt, und wenn man nicht sehr, sehr gut aufpasst in diesem Bereich, dann hat man eigentlich schon den Anfang von der nächsten Legacy-Applikation mit eingebacken ins Modernisierungsprojekt. Das habe ich vielleicht noch ein bisschen spezifischer zu wählen, diese Inkonsistenzen, das ist eben das, die verschiedenen Entwicklungsstile in der Applikation, das sind die Flüchtigkeitsfehler, die sich da eingeschlichen haben. Jetzt der andere Ansatz ist zu sagen, wir versuchen diese Applikation vollautomatisch zu migrieren, das ist manchmal oder fast meistens eigentlich eine Illusion. Es beginnt zwar häufig sehr gut, weil der Fortschritt initial ist sehr hoch, wenn ich gute repetitive Muster habe in der alten Anwendung, kann ich da eigentlich schon noch mit vernünftigem Aufwand einen Mechanismus dazu bauen, der mir das automatisch in die neue Zielarchitektur umgießt. Mit der Zeit wird dann das Umgießen immer komplizierter, weil die einfachen Muster, die habe ich alle schon in meine Transformation reingesteckt, und dann beginnen sich dann diese Spezialfälle zu zeigen, wo ich dann quasi pro Spezialfall irgendwie auch noch eine Regel definieren muss, wie das zu transformieren ist. Das bedeutet, dass dann mit der Zeit eigentlich zu erwarten ist, dass die vollautomatische Transformation sehr stark abflacht und schlussendlich auch verliert gegen den manuellen Ansatz, gegen den vollständig manuellen Ansatz. Hat aber trotzdem auch Vorteile, diese automatische Transformation, nämlich der initial schnelle Fortschritt und die Qualität der Codebasis. Weil wenn zu Beginn ein Großteil der Codebasis maschinell hergestellt werden kann, dann ist diese Codebasis in sich eigentlich sehr konsistent. Und wenn man ein bisschen aufpasst beim Generieren von Code, kann man da auch eine praktisch fehlerfreie Codebasis initial hinkriegen. Die Probleme sind halt ein bisschen im Bereich von Schreiben von diesem Transformer, das ist nicht ganz einfach. Und diese Transformer sind auch sehr spezifisch für die Ursprungsarchitektur der Applikation. Da gibt es kein guter genereller Ansatz, den wir jetzt kennen würden. Und schlussendlich, was wir auf der Kurve gesehen haben, ist, wenn ich immer weitergehe mit diesem Transformationsansatz, dann wird das Schreiben dieses Transformators auch immer komplizierter. Deshalb haben wir eigentlich vor allem profitieren wollen vom zu Beginn diesem automatischen Migrationsaussatz, damit man dann schnell einen Fortschritt kriegt und dann einfach den Rest klassisch von Hand zu Ende stricken. Das heißt, es gibt irgendwo einen Punkt, wo man von dieser automatischen Migration auf das manuelle Fertigstellen umswitcht und man hat dann profitiert von diesem initialen schnellen Fortschritt und kann dann eigentlich vom gut kalkulierbaren linearen Fortschritt von der manuellen Migration nach hinten raus profitieren, und das ist dann so quasi der Benefit, den man sich da draus rausholt. Das Ding ist schnell zu Ende und man spart auch ein bisschen Kosten dabei. Wir haben in diesem Backpack-Projekt einen Mixed Approach gewählt, wo wir zuerst die Zielarchitektur mit Scout festgelegt haben, dann haben wir automatische Transformation dazu gebaut, im Wesentlichen das Layout der Dialoge soll beibehalten werden und die Controls und die Texte, also die Labels zu den Controls, sollen genauso sein wie vorher. Und wo es nicht anders möglich war, haben die JSP-Logik als Kommentar in den Source reingeschrieben in der Transformation, und das konnte dann so geschehen, dass diese Kommentarstücke bereits am richtigen Ort im Code landeten, sodass beim manuellen Fertigstrecken dann eigentlich der Code schon am richtigen Ort gebaut wurde von den Entwicklern. Im manuellen Teil wurde man insbesondere auf die Logik vom Benutzermodell eingegangen und eben das Mapping mit den Backend-Services, die man nicht anfassen wollte, gemacht. Schlussendlich war die große Regressionstesterei und Bugfixes, das ist eigentlich dann wieder ganz üblich, so wie in jedem normalen Entwicklungsprojekt. Ein bisschen noch Beispiel, wie das konkret ausgeschaut hat beim JSP. Wir haben hier einen Ausdruck vom JSP, da hat es ein Label, das ist in Rot, und es hat da wie eine Dropdown-Box, wo dann die einzelnen Elemente angegeben werden in einer Codegruppe. Und der Transformator hat dann
dieses Scout-Code-Teil draus gemacht, eine Java-Klasse oder ein Teil von einer Java-Klasse. Und das war der Aspekt, wo man die fertige Applikation vollautomatisch herstellen konnte. Das Label konnte automatisch gemacht werden, das Control selbst. Und auch dieser Code-Typ da rein, damit das bei der Auswahlbox dann die richtigen Elemente reinkamen. Wenn jetzt das JSP-Teil nur ein bisschen anders ausgeschaut hat, dann war eine vollautomatische Transformation nicht möglich. Der Unterschied ist im Wesentlichen, dass hier nicht ein fixer Punkt drin wird, drin steht beim Grünen, sondern das ist ein Aufruf von einem Call und der kann dynamisch ein bisschen andere Werte zurückgeben. Da haben wir dann den Cut-off gemacht und gesagt, dazu Regeln zu schreiben ist zu kompliziert und haben einfach das daraus generiert. Das Element ist automatisch gemacht und benannt und der Text natürlich auch, das ist da weggehauen und da, wo man den Textcode, der anzuzeigen gibt, da haben wir einfach das Stück JSP-Code da reinkopiert als Hint, was man dann da machen muss. Und dann hat man es den Intelligenz der Entwickler überlassen zu erkennen, wenn da Dinge drin sind, die man schon mal gemacht hat. Das hat uns dann quasi davon entlassen, für diese Dinge da spezielle Regeln zu erfinden und zu prüfen, ob die Regeln dann zuverlässig genug funktionieren oder nicht. Soweit zu der automatischen Transformation. Jetzt noch ein bisschen zu den Zahlen in diesem Projekt. Den Transformer, den wir von früheren eigenen internen Migrationen schon hatten, anzupassen auf diese neue Situation, das waren etwa 2 Monate gedauert. Das war eine Person, die halt auch 2 Monate da dran gesessen ist. Dann die eigentliche Transformation war so in einer Stunde durch und das Fertigstricken hat dann 4 Monate gedauert. Das konnte man dann parallelisieren auf verschiedene Köpfe, hat schlussendlich dann 13 Monate gekostet. Wenn man es mit dem manuellen Ansatz vergleicht, würden wir da so im Größenbereich, das ist jetzt geschätzt, wären wir von 19 Mannmonaten gelandet, was in etwa 20% Einsparungen entspricht für einen Mix-Approach. Das ist sehr konservativ geschätzt, vielleicht wäre es auch mehr gewesen aus dieser 20% Einschätzung. Vielleicht irgendwo hätte es auch 30% sein können, aber wir sagen, lieben etwas, wo wir sicher sind, dass wir so viel wirklich einsparen konnten, aus diesem Punkt über zu bewerten. Vielleicht nochmal zum Vergleich, das war der Screenshot von der Applikation vorher und das ist der Screenshot jetzt neu mit Eclipse Scout. Im Wesentlichen fällt auf, dass die Farben ein bisschen unterschiedlich sind und sonst sind die genau gleichen Felder genau gleich angeschrieben. Im Wesentlichen an denselben Orten, die Funktionalität ist auch genau gleich. Also aus Benutzersicht hat sich da eigentlich nichts geändert. Das wurde uns auch bestätigt. Nach 2-3 Monaten in Produktion hat es eigentlich in keinem Fall zu ernsthaften Komplikationen geführt, auch wenn die, auch trotz der Tatsache, dass kein einzelner von dieser Anwender irgendwie geschult wurden auf diesem neuen Frontend der Applikation. Was hat jetzt unser Kunde davon? Er hat eine saubere Architektur wie vorhin, nämlich dank dem Scout-Applikationsmodell. Die Business-Code ist sauber separiert von der UI-Technologie. Die JSP-Technologie ist jetzt ganz weg. Das bedeutet, dass er sein RTK-Framework auch wegmachen kann. Es hat noch zwei, drei kleinere solche Anwendungen mit der gleichen RTK-Technologie, aber die sind so klein, dass sich ein solcher Ansatz, den wir da gefahren haben, nicht wirklich lohnt. Das kann eigentlich dann effizient fast nur manuell gemacht werden, weil wenn die Applikation zu klein ist, dann lohnt sich dieser Überbau von der Transformation, von dem automatischen Ansatz eigentlich nicht. Was wir daraus gelernt haben, ist, dass dieser gemischte Ansatz von automatisierter Migration initial und manuelles Fertigstücken gut funktioniert hat, dass die JSP-Technologie eigentlich sehr gut passte für diesen Ansatz, wie eigentlich auch jede Technologie, die irgendwie mit einem XML beginnt und dann noch ein bisschen Code reinmacht, wie JSF oder ähnliche Technologien, das wären eigentlich auch gute Kandidaten für so einen Ansatz. Das manuelle Fertigbauen hat ein bisschen länger gedauert, wie zuerst gedacht. Das war hauptsächlich, weil einerseits das Backend sich auch bewegt hat, weil da hat es ja noch andere Anforderungen, wie das Modernisierungsprojekt und auch sonst die Stabilität vom Backend nicht immer ganz so war, wie wir uns das gewünscht hätten. Was ein sehr guter Entscheid war der initiale Scope vom Projekt so klein wie möglich zu halten und sich mal darauf zu konzentrieren, einfach den Frontend-Teil zu erneuern. Und was auch super geklappt hat, war die Zusammenarbeit mit dem Kunden.
da muss man schon sagen, ohne eine solche Zusammenarbeit geht es dann überhaupt nicht, weil wir selbst haben nicht das notwendige Fachwissen, um die Logik wirklich zu verstehen und das richtig zu machen. Das heißt, wir waren da wirklich darauf angewiesen, dass wir auch Zugriff auf die Leute hatten, die da mit der Historie der Anwendung und mit den Spezialfällen gut vertraut waren. Somit würde ich zum Schluss kommen von meiner Präsentation. Generelle Beobachtungen ist im Wesentlichen das Wichtige. Große Applikationen in Organisationen sehr lange leben und die UI-Technologien tun das nicht so. Wir haben kurze Lebenszyklen, die machen, dass die Anwendung schnell alt ausschaut. Und man kann durchaus davon ausgehen, dass man diese Technologie ein- oder zweimal ersetzen sollte oder müsste während der Lebensdauer dieser Anwendung. Wir sind auch nicht als wertvoll empfunden vom Fach, das heißt, man gibt in dieser Ecke auch eigentlich nicht gerne Geld aus. Wenn man da nicht aufpasst, führt das dann dazu, dass man sich ein Modernisierungsprojekt anlacht. Ein bisschen Empfehlungen für solche Situationen. Es geht, oder das ist unsere Empfehlung, zuerst einen so kleinen Scope wie möglich zu definieren, dann bei den Legacy-Technologien eine nach dem anderen wegzumachen und nicht viele gleichzeitig. Dann in die Produktion so schnell wie möglich zu gehen, das heißt, man will möglichst schnell erkennen, ob der Ansatz gut funktioniert und auch einen sichtbaren Fortschritt herstellen in der Organisation. Und dass es eigentlich auch empfohlen ist, so einen gemischten Ansatz sich gut zu überlegen, ob man das nicht irgendwie in ein Modernisierungsprojekt reinbringen kann. Was auch wichtig ist, ist, dass man Teile der Applikation, die fürs Geschäft wichtig sind, gut separiert von Teilen, die nur technologisch notwendig sind. Das hilft einem dabei, größere Modernisierungsprojekte in der Zukunft zu vermeiden. Und eben, man sollte so fest wie möglich unabhängig von einer spezifischen UI-Technologie sein. Und da funktioniert Scout recht gut. Und wir würden natürlich auch gerne empfehlen, dass Sie sich das in so einer Situation einmal anschauen und prüfen, ob das nicht vielleicht auch eine Lösung wäre, um da einen vernünftigen Ansatz zu fahren. Vielen Dank fürs Zuhören und dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Minuten für Fragen.